Mit Sicherheit, ja. Oh, wir haben unten Doppel-Bersi, das ist schon mal gut. Ach, das ist du, Triple. Ah, Quad-Bersi ist super, dann kann ich techen. Du kannst auch in den Arsch gehen, ja. Du kannst mich hier mal schön unterstützen, mein Lieber. Supporters? Papa and the Supporters? Ja, mach ich auch. Hat er da jetzt ja schon nichts losgeschickt, das ist ja eigentlich auch egal. Das kannst du auch techen. Mist. Da habe ich mich verdänzt. Bench? Ja, ich glaube auch. Obwohl, nee, wenn er jetzt gleich. Also ist besser als Benze, da ist direkt gegen. Jawohl, Reaper! Ich raste aus! Funny Bunny! Das gibt's in der zu X-Lan. Look when I spawn! Dede, dede. Mutas, ich glaub's nicht. Du machst Mutas. Da muss man echt Mutas für haben. Oh, unser Kent wurde attackiert. Na, ja, ich weiß nicht, was besser ist, Mars Queens oder Mars Mutas, also von da aus. Mars Pantalones. Warum ist die Transfusion Nein. eigentlich standardmäßig dabei? Ja, das frage ich mich auch. Na gut, warum ist Heilen bei Starships auch standardmäßig dabei? Ja, weil die Aber nichts warum anderes machen. können. Ja, weil warum können Terraner von Anfang an das nicht bauen und Zerg schon von Anfang an? Das ist nicht unfair. Weil die Homos sind. Alle. Clever. Alles klasse. Nein, die Transfusion. Er soll damit aufhören. Ich mag Knopfler. Bouncing Attack. Was gibt's da zu Das lumpen? Bounce Baby. Ab auf die Kante. Nein. Was sind die jetzt schon wieder? Ja, gegen scheiß Screens habe ich keine Chance. Mist, ey. Die Technik doch, oder nicht? Ich weiß nicht, ob Mars Screens Technik ist, aber. Die kosten ja nur 170, in der Zwischenzeit kann er ja schon.
Mist. Das sieht ja schon... Oh! nein. Das wird doch nichts. Ich wäre langsam grantig. Wie kann man denn diesem Unheil aus dem Wege gehen? John... Dingsbums. Ja, ich baue jetzt ein bisschen andere Einheiten. Was baust? Berserklings. Die ein bisschen rumstressen werden. Die ein bisschen rumstinken. Ja, okay. Die sollten natürlich eigentlich die Queens angreifen, damit meine Mutters da drauf feuern können. Das hat ja gut geklappt, wie man sieht. Oh nee. Kann man das eigentlich beeinflussen, welche Einheit vorne läuft? Nein. Ich glaube nicht. Ey, diese dauerhaften Transfusions sind so krank, ne? Ja. Das liegt doch jetzt schön auf der Fresse da gerade. Naja. Nur, dass du jetzt Transfusion Queens mit Battleships dahin. Mit ja, es wird hier quasi nur geheilt. Das ist die stärkste Attacke jetzt gerade hier. Ja, das ist super echt. Mir fällt da auch nichts zu ein, jetzt ehrlich gesagt. Was soll man da machen? Du willst es aber auch wissen, ne, mit deinem Massenmutters jetzt? Ja, aber die Masse macht es irgendwann hoffentlich. Ich finde, dass die Immortals die ganze Zeit hinten stuck und nicht drum rumlaufen, ey. Oh.
Sieht gerade sehr gut aus, wenn ich das mal so betonen darf. Geht, ne? Transfusion nervt immer noch. Ja. Aber solange die Kolosse wieder hier ein bisschen rumschneiden. Wir sind über die Hälfte, das ist das Entscheidende. Die kriegen gerade schön den Bonus, ey. Du meinst denn, die ganze Zeit bekommen haben, getan? Ja. Sind? Also wenn wir jetzt wieder auf dem T-Ball-Income sind und dadurch noch mehr Bonus kassieren. Oh, Kanone auch weg. Koloss hier noch da. Das sieht gut aus. Das gefällt mir. Nachschub ist eingetroffen. Das ist was wir jetzt ein bisschen töten können, erfunden. Ansonsten geht's. Oh, super. Oh, die Erde hat gleich schon weggegrillt, ey. Traumhaft. Was hast du? Was? Ich sag, die ersten Marines während dem Spawn gleich schon weggegrillt, ey. Das ist super. Jetzt landen die Vikings auch noch zum Sterben. Gegen die Immortals. Oh ja, die Immortals machen doch jetzt das Ende hier. Ja, wunderbar. Ja, oh ja, ist das Ding. Ich hab doch GG von Anfang an geschrieben. Ja, richtig, das hast du wirklich gemacht.